Hallo, wir von der Hochschule Würzburg machen heute in der Innenstadt von Würzburg eine Umfrage, um herauszufinden, wie viel die Würzburger wirklich über Würzburg wissen. Also die erste Frage ist, wie viele Postleitzahlen hat Würzburg? 5 und 5. Da haben wir einmal 8 und nochmal 8. Mhm. Knapp, also es sind tatsächlich 8. 8 Postleitzahlen, die Würzburg hat. Wie viele Studenten hat denn die Fachhochschule in Würzburg? Sie schätzt gut, ich sehe schon. ~1200, okay. Und du schätzt ~2000. Und dann gerade mal wieder umdrehen, wenn sie beide eine Antwort haben. Was? What? Ja, Alter, das gleiche. 1500? Das sind 9099 was? Studierende an der Fachhochschule in Würzburg. So, die nächste Frage ist eine ABC-Frage. Was versteht man unter einem fränkischen Schnickerli? Ist das A, gekochte Innereien, B, ein Dessert oder C, der Liebesakt? Ich denke C. Und dann beide nochmal umdrehen, die Kamera zeigen. Sie haben C und sie haben B. Okay, also du hast recht, es sind tatsächlich gekochte Innereien. Es ist auch bekannt als saure Kutteln. Wie alt ist das Käppele? Ich glaube, die feiern Jubiläum. Ich sag mal 300 Jahre. Okay. Okay, was haben sie? 850, und was hatte sie? 300. 5000, okay. 70 Jahre. Okay, also du bist tatsächlich näher dran. Es ist tatsächlich erst 197 Jahre alt. Ah, knapp, daneben ist auch vorbei. Was versteht man in Mainfranken unter dem Begriff Schnitt? Ist es A, die richtige Länge Stoff in einer Schneiderei? Oder B, ein halb gefülltes Glas? Oder ist es C, eine lokale Süßspeise? Ein halb gefülltes Glas. Ja, das ist, wenn man jetzt in die Wirtschaft war und man hat 4, 5 Bier getrunken und dann er möchte noch ein siebtes, oder, aber das schafft man nicht mehr ganz, dann sagt man zum Wirt, ich will einen Schnitt und zahlt und geht und dann kriegt man das Bier zum halben Preis. Genau, und das ist aber auch üblicherweise nur noch halb voll. Ja, ja, genau. Ja. So ist quasi Platz für Bier. Ja. Kriege ich für die Frau ein? Weil es so geduldig war. Also danke, viel Spaß dann noch. Ne? Schönen Tag noch. Ja. Tschüss.